Betrieblicher Alterszwang ist ja grundsätzlich immer eine Zusage des Arbeitgebers. Egal ob Arbeitnehmer finanziert oder Arbeitgeber finanziert, immer macht der Arbeitgeber die Zusage, immer haftet der Arbeitgeber für die Erfüllung der Zusage. Also Arbeitnehmer oder Arbeitgeber finanziert sind letztendlich nur Finanzierungsmöglichkeiten. Wo kommt das Geld für die Zusage letztendlich her? Dann wird in der Regel ein Versorgungsträger eingeschaltet. Es gibt im Prinzip zwei Formen oder grob zwei wesentlichen typische Formen. Das eine ist die Versicherungswirtschaft. Hier gebe ich das Geld außer Haus, gebe ich das der Versicherungswirtschaft. Die Versicherungswirtschaft legt es an, im wesentlichen Staatspapieren, in festverzinslichen Papieren, legt ihr das Ganze an und erwirtschaftet, ja, bezogen auf das eingezahlte Kapital, teilweise leicht positive Renditen, teilweise negative Renditen, je nachdem, jedenfalls in der Regel einen Kapitalerhalt nicht in allen Fällen. Die zweite Möglichkeit, das Unternehmen ist Selbstversorgungsträger, das Unternehmen verwaltet selbst die Gelder, stellt selbst für die Gelder gerade und nutzt die Gelder auch selbst. Dann wird in der Regel Verzinsung gewährt von 2,5%. Und auch in diesen Fällen haftet der Arbeitgeber für die Erfüllung. Der Unterschied ist nur der, er hat das Geld in der Hand, er ist für das Geld verantwortlich. Der Unterschied für Mitarbeiter ist der, werden 100% verzinst, mit zum Beispiel 2 oder 2,5 oder gar 3%, kommt zum Schluss deutlich mehr, signifikant mehr heraus als beim Fall der Versicherungslösung. Für einen Arbeitgeber ist der große Vorteil, er hat das Geld immer in seinen Zugriff. Egal, ob er es anlegt am Aktienmarkt, am Kapitalmarkt, in der Vermögensverwaltung, wie auch immer, er hat immer eine Liquiditätsreserve, er kann immer auf dieses Geld zugreifen. Für einen Mitarbeiter auf der anderen Seite besteht nie ein Risiko, der Mitarbeiter ist immer für den Insolvenzfall gesichert. Also das ist grob die meine Beschreibung, wie man die Altersversorgung, wie es funktioniert, überhaupt einteilen könnte. Einerseits versicherungsförmig, nicht versicherungsförmig, selbst organisiert, Wertschöpfung im eigenen Unternehmen zum Wohle der Mitarbeiter, zum Wohle des Unternehmens, zum Vorteil der Mitarbeiter, zum Vorteil des Unternehmens, Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, Liquidität, Liquiditätsreserve und die andere Form, die Unterscheidung Arbeitnehmer finanziert oder Arbeitgeber finanziert und natürlich auch hieraus eine Mischung. Macht der Arbeitgeber 100 Euro, kann der Arbeitgeber hier noch etwas drauflegen. Dies Drauflegen, es fällt ihm umso leichter, je weniger das Geld aus dem Unternehmen abfließt. Wenn es ihn letztendlich nur zu Steuersparnissen führt, führt das Ganze zu ihm wesentlich leichter, seine Mitarbeiter zu fördern. Und auf der anderen Seite werden auch die Mitarbeiter mehr motiviert, hier etwas zu tun.